Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist der 29.02. und wir haben es 3.45 Uhr, 3.40 Uhr, so um den Dreh, morgens, nachts, wie auch immer. Ja, meine Reise geht jetzt gleich schon los. Ich habe gefühlt gar nicht geschlafen. Ich bin so richtig nicht müde, ich bin schon so das nächste Level irgendwie. Ja, für mich geht es jetzt gleich nach Berlin. Ich musste mit dem Auto jetzt in die nächste Stadt fahren, weil bei mir meine Dorfzüge, die fahren so früh noch definitiv nicht. Deswegen ja, muss ich jetzt hier in der Stadt die nächstmöglichste Option nehmen, um halt nach Berlin bzw. nach Kassel zu kommen, von wo aus dann mein ICE fährt. Genau, das wird eine abenteuerliche Reise und heute Abend findet in Berlin das LP-Konzert statt. Da gehe ich mit Freunden hin. Ich freue mich schon mega. Ist auch schon wieder knapp anderthalb Jahre oder so, meine ich, her, seit ich LP zuletzt gesehen habe. Deswegen bin ich ja, super gespannt, wie es wird. Genau, und ich werde jetzt erstmal an den Bahnhof stolzieren und ja, bin mal sehr gespannt, was dieser Tag bringt. Aber ich habe dann heute den Morgen definitiv auch noch in Berlin, weil ich halt so früh dann ankomme. Das ist, also hoffentlich ankomme, das ist, ja, das ist schon mal gut. Dann kann ich den Tag auch schon mal so ein bisschen nutzen. Ja, ich freue mich mega und werde natürlich berichten. Und ja, jetzt geht's erstmal in den Bahnhof. An hier mein Zeug auszuräumen und merke dann, dass ich vorne meine Hotelkarte da wieder an die Seite so reinstecken muss, dass das hier alles funktioniert, der Strom, und auf einmal geht einfach dieses Ding an. Ich habe mich gerade so erschrocken, ich war so, what the fuck? Ich bin überfordert. Ich habe es geschafft. Ich habe im Hotel eingecheckt, wir haben es jetzt irgendwie 20 nach 3 oder so. Sorry, falls ihr die Hintergrundgeräusche hört, hier fährt immer die S-Bahn vorbei. Genau, also ich habe den Morgen relativ gut rumbekommen. Ich hatte den Fehler gemacht, ich bin dann auch noch shoppen gegangen, beziehungsweise nur mal gucken. Habe natürlich ein paar Sachen gefunden, unter anderem Bananen, wie ihr sehen könnt. Aber ja, ich bin echt richtig durch, irgendwie. Ha. Mal gucken, ich warte jetzt darauf, dass meine Freunde sich melden und ja, mal gucken, wir wollten eigentlich ins Frittenwerk, deswegen habe ich mir jetzt auch so kein Fancy Mittagessen oder so geholt, sondern ja, das werden wir da dann, denke ich mal, machen. Genau, oh, ich werde jetzt, glaube ich, erstmal hier ein bisschen im Hotel chillen und ja, auf den Anruf quasi warten und werde ein bisschen lesen oder so. Genau, das ist so der Plan. Ich kann natürlich auch zeigen und präsentieren, was ich alles gefunden habe. Ich war nämlich im Alexa oder so heißt das. Das ist auch so ein Einkaufscenter am Alexanderplatz. Und da gibt es ein Thalia nur mit Mangas. Und das fand ich halt so cool. Das hatte ich online schon die ganze Zeit gesehen und wollte da unbedingt mal rein. Und da dachte ich mir, ja komm, dann schaue ich halt dort einfach mal. Und ich habe natürlich was gefunden. Und zwar habe ich mir einmal mitgenommen den zweiten Teil von Hell's Paradise. Ich möchte die Reihe ja fortführen, von daher, und der hat nur 6,95 gekostet. Also da dachte ich mir so, du kommst mit. Dann habe ich einen Manga gefunden, wo ich niemals dachte, dass ich den irgendwie in einem deutschen Buchhandel finde, weil ich habe das noch nie in einem Laden gesehen. Und zwar habe ich hier Persona non grata.
Das ist aus dem Indies-Words-Universum. Das ist ein. Oh, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Das ist auf jeden Fall. Davor muss man auf jeden Fall noch The Doll lesen. Das habe ich aber noch nicht da und ich hatte die auch gefragt. Die hatten es leider auch nicht im Laden. Aber allein, dass ich das gesehen habe, ich muss das halt kaufen, weil. What the fuck? Wie zum Teufel? Wirklich. Also da, wo ich wohne in der Nähe auch, das wird es niemals da geben. Also kann ich mir nicht vorstellen. Und die haben da einfach die ganze Indies-Words-Reihe gehabt. Und dann, ja, wie gesagt, jetzt fehlt mir nur noch hier hinten. The Doll und Other Figure fehlt mir, glaube ich, noch. Und ist hier irgendwo Undertow. Und dann habe ich noch was für meine Mutti gefunden. Aber ich sehe gerade das Teil 6. Ist auch mal wieder ein bisschen dumm gelaufen. Und zwar gibt es hier ein Manga zu Animal Crossing. Habe ich noch nie gesehen. Und ich glaube, das könnte sie richtig süß finden. Aber ja, da habe ich gerade wieder verkackt, weil es Teil 6 ist. Da muss ich wohl nächste Woche mal schauen. Ich bin nächste Woche noch ein bisschen unterwegs, ob ich da die anderen Teile für sie auch noch finde. Schönen guten Morgen. Heute ist der 1.3. Ich kann es gar nicht fassen. Das Konzert gestern war richtig, richtig gut. Es hat so Spaß gemacht. Oh mein Gott. Wirklich. Und sie hat When We Are High gespielt. Ich liebe das sehr. Das ist mein Song gefühlt von ihr. Und deswegen One Last Time war auch dabei. Es war einfach toll. Es war wirklich einfach toll. Wir waren ja relativ später, ich glaube 18:30 war Einlass und wir waren eine Stunde später oder so erst da, aber wir sind trotzdem noch relativ mittig gekommen. Das war eigentlich ganz cool. Und ich habe mir auch, anstatt von Merch, habe ich mir ihre aktuellste CD gekauft. Richtig nice, weil die Designs vom Merch sagen wir jetzt nicht zu 100% zu und deswegen dachte ich mir, habe ich lieber was, mit dem ich wirklich was anfangen kann. Und dann hat meine Freundin, eine von den zwei, mit der ich da war, ich muss gerade mal schauen, wo ich es habe, ob ich das hier habe. Hier ist ganz Chaos, tut mir leid. Ein Momentchen. So, sie hat mir einfach ein, wie rum, so, ein LP-Pin gekauft. Das fand ich so süß. Ich habe mich so gefreut, jetzt haben wir drei alle den gleichen Pin. Das ist auf jeden Fall auch richtig nice. Ja, ich werde jetzt meinen Tag starten. Wir haben schon relativ spät. Wir haben es jetzt. Wir haben es jetzt. Ach ja, 10 vor 11 haben wir es schon. Genau, deswegen. Muss ich mal gucken. Ich hatte es heute wirklich zur Priorität, dass ich mal ausschlafe und habe eben noch ganz entspannt im Bett gefrühstückt. Also es war wirklich ein sehr entspannter Morgen. Und ja, jetzt starte ich meinen Tag und ich habe nicht super viel auf der Liste, was ich so machen möchte. Ich möchte einfach nur einen netten Tag haben. Das ist die Hauptsache. Ich werde jetzt gleich erstmal mit der S-Bahn ziemlich lange fahren. Und möchte mir nämlich den Trudelturm angucken. Ich halt ein Bild gerne von machen, weil das ist ja auf dem Cover von der Rammstein-CD und das möchte ich sehr, sehr gerne mal so live gesehen haben, in echt. Genau, deswegen gehe ich da mal hin oder fahre dahin, wie auch immer. Und ja, werden mal gucken. Es dauert heute wieder alles ein bisschen länger noch, weil die Öffentlichen streiken immer noch. Deswegen ja, wird es halt auch wieder so ein bisschen schwierig. Und danach fahre ich im Grunde, denke ich mal, direkt weiter. Weil ich mich mit einer Freundin so zum Bummeln verabredet habe. Das müsste zeitlich dann wirklich genau passen. Deswegen, ja, mal gucken, wie das dann so wird. Das wird bestimmt auch wieder super süß. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange sie Zeit hat. Und dann würde ich gerne nochmal in diesen Manga-Laden gehen, weil mir ist ja gestern aufgefallen, dass ich den 6. Band da von dieser Reihe gekauft habe für meine Mutti. Und da will ich mal gucken, ob die zumindest den ersten oder den zweiten da haben, dass ich da nicht so ganz dumm dastehe. Genau, da will ich dann mal schauen und ja, will aber mal gucken. Ich hatte gestern dann auch was gesehen, was mich sehr interessiert, aber ich glaube, das war relativ teuer. Deswegen werde ich da mal schauen. Heute ist tatsächlich schon der letzte Tag für mich hier. Morgen geht es ganz früh wieder nach Hause.
war diesmal nur ein kürzerer Aufenthalt und ein ziemlich stressiger, im Sinne von, es war zeitlich alles super durchgetaktet. Aber es war trotzdem, also es ist immer wieder schön hier. Ich liebe Berlin einfach, deswegen, ja, hat mir auch dieser kurze Aufenthalt sehr gut gefallen. Wieder zu Hause angekommen. Ich habe es doch tatsächlich geschafft, heute Morgen so dermaßen zu verschlafen. Also ich meine nicht nur ein bisschen, ich meine komplett. Es war so knapp, ich musste mich so beeilen. Ich war klatschnass geschwitzt, als ich da am Bahnhof ankam. Ich konnte nicht mehr. Das war schon wieder eine sehr turbulente Rückreise. Ja, und jetzt haben wir es circa 14:30 grob. Dieses Licht schon wieder hier. Tut mir leid. Ja, jetzt habe ich es circa 14:30, glaube ich. Und ja, jetzt kann ich aber im Grunde nur meine gepackten Sachen tauschen, weil es morgen direkt weitergeht. Heißt, ich bin jetzt ja weniger als 24 Stunden hier zu Hause, bevor dann die Reise weitergeht. Und zwar fahre ich morgen nach Wilhelmshaven. Ja, einfach nur für so ein paar nette Tage. Wo ich mich mit Freunden und so treffen möchte und ja, mal schauen, wie es wird. Ich habe jetzt noch nichts fest geplant, meine ich. Ja, jetzt hat aber die Bahn mal wieder angekündigt, beziehungsweise nicht die, ne? Ihr wisst, die Streiksituation bekommt hier alle auch mit. Ja, hat die Verhandlung irgendwie wieder für gescheitert erklärt, keine Ahnung. Und jetzt habe ich die Befürchtung, dass also morgen, nee, am Montag findet eine Pressekonferenz irgendwie statt und ich befürchte stark, dass dort dann gesagt wird, ja, Freunde, es hat alles nicht funktioniert. Morgen beginnt der Streik wieder. Und wenn das halt der Fall ist, dann werde ich vermutlich früher nach Hause fahren müssen und muss meine Zeit da quasi abbrechen. Ja, mal gucken. Ich habe echt Angst. Ich habe echt Angst. Ich bin mal sehr gespannt. Genau, deswegen muss ich mal gucken, wie das wird. Aber ja, wir hoffen erstmal, dass es okay wird. Ja, und wie gesagt, ich mache heute nur noch einen ganz entspannten Tag, weil mein Gehirn ist halt wirklich nicht mehr aufnahmefähig für nichts, weil ich so wenig Schlaf schon wieder hatte. Und durch diesen Stress heute Morgen ist es halt ein bisschen vorbei hier. Genau, deswegen mache ich hier einen ganz entspannten Tag und das Wetter ist wunderschön irgendwie, richtig krass. Und ja, werde halt packen gleich und habe vielleicht noch vor, meine Haare zu färben. Ich weiß es aber noch nicht. Mal gucken. Ja, also falls ihr mich demnächst seht, hier mit einer ganz anderen Haarfarbe, wisst ihr Bescheid, dann hat es funktioniert mit dem Färben. Ja, und dann muss ich meine Reise für morgen auch noch planen. Habe ich auch noch nicht gemacht. Ja, ist wieder etwas viel aktuell.
Hotel eingecheckt. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall noch mal rausmachen. Ich weiß noch nicht so genau, was ich alles anstellen werde, aber ich werde was anstellen. nee, ich will als erstes mal gucken, ob ich vielleicht irgendwo noch einen offenen Bäcker finde. Ich bin ja ein bisschen skeptisch. Und dann möchte ich auf jeden Fall noch ein bisschen ja, einfach rumlaufen, weil ich ja wirklich heute den ganzen Tag so im Zug gesessen habe. Und genau, möchte einfach ein bisschen einfach nur rumlaufen. das Wetter ist auf jeden Fall immer noch richtig, richtig gut. Es hat sich so ein bisschen zugezogen, aber es ist jetzt kein schlechtes Wetter oder so. Genau, deswegen werde ich auf jeden Fall mich gleich mal auf den Weg nach draußen machen. Und werde, denke ich mal, erstmal am Bahnhof, nochmal zurück zum Bahnhof gehen und gucken, ob es da vielleicht noch irgendwas offen hat an Bäckerei oder so. Und dann, ja, mal schauen, was es noch so gibt. Schönen guten Morgen. ja, wir haben es jetzt gleich 9:30. Ich werde jetzt zum Bahnhof gehen und werde dann mit dem Zug nach Jever fahren und werde mich da im Laufe des Tages mit mehreren Freunden treffen. Und ja, deswegen mal gucken. Ich bin dann da so ein bisschen auf Abruf da, deswegen ja, aber ich werde die Zeit schon rumkriegen, definitiv. Ich will mal gucken, wie es passt, ob ich vielleicht auch noch in eine Buchhandlung gehen kann oder so. Ich freue mich auf jeden Fall schon mega und ja, werde mich jetzt mal aufmachen in die Stadt. Ich freue mich und werde euch natürlich auch wieder so ein bisschen mitnehmen und schaut euch mal bitte mein Urteil an. Papa Emeritus ist am Start, seht ihr das? Ich hoffe, ihr seht's. Ich liebe es. Ja, heute Morgen war es auf jeden Fall so richtig, richtig neblig. Man hat nichts gesehen und ja, jetzt ist inzwischen, hat sich ein bisschen aufgeklärt, aber es ist immer noch ein bisschen so diesig-mäßig. Es soll eigentlich heute Nachmittag wieder relativ schön werden. Ich bin mal sehr gespannt. Aber ja, ich mache mich jetzt mal auf den Weg.